Das läuft nicht mehr, Silvio. Such dir eine neue Freundin, die du nerven kannst. Mit uns ist es aus. Jetzt warte doch mal. Wir können auch darüber reden. Von mir aus kannst du ruhig auf diese Preisverleihung gehen. Ich fahre dich sogar hin, okay? Damit du wieder ausflippst wie beim letzten Mal? Nein, danke. Du machst einen riesen Fehler, wenn du da heute Abend hingehst. Erstens geht dich das nichts an. Und zweitens habe ich Kopfweh und gehe heute nirgendwo mehr hin. Chrissy, bitte. Lass mich los. Du sollst mich loslassen. Hau endlich ab. Misty, was ist denn los? Lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, dann rufe ich die Polizei. Begreifen Sie nicht, dass meine Tochter nichts von Ihnen will. Aus, Schluss, finito, ja? Kapieren Sie das endlich? Ist er weg? Ja, er geht zu seinem Auto. Gut, ich muss nämlich gleich wieder los. Vielleicht nur meine weißen... Spinnst du? Du hast überhaupt keine Einladung, stimmt's? Und wenn schon? Das gibt dir noch lange nicht das Recht, in meinen Sachen rumzuschnüffeln, oder? Wie willst du denn da ohne Einladung reinkommen? Lass das mal meine Sorge sein. Christi, ich dachte, wir waren uns einig, dass es wichtiger ist, dass du dich auf deine Kurse vorbereitest, als dich nachts auf irgendwelche Veranstaltungen rumzutreiben. Ja klar, du kennst dich aus. Nur weil du mal versucht hast, vor 20 Jahren Model zu werden und es nicht geschafft hast. Du bist doch bloß eifersüchtig. Ich wollte nicht mit jedem Typen ins Bett, das war der Grund. Dein Pech. Aber keine Sorge, aus deinen Fehlern habe ich gelernt. Wie meinst du das? Mama, denk doch mal drüber nach, während du hier in diesem beknackten Reihenhaus vor der Glotze versauerst. Habe ich gesagt. Pünktlich. Super. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Du hast einfach zu viel Klienten. Dabei hasse ich es, so zu hetzen. So, jetzt lass deine neue Freundin mich warten. Das ist nicht meine neue Freundin, das ist die Chefin eines Musikverlags. Na ja. Amüsier dich schön. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Einladung in der anderen Tasche. Aber das dürfte doch kein Problem sein, oder? Natürlich nicht, wenn Sie auf der Gästeliste stehen. Der Name bitte? Gerz. Christi Gerz. Aber ich weiß nicht genau, ob meine Agentur mich unter meinem Namen oder nur meinem Künstlernamen angemeldet hat. Also nur Christi. Hier steht weder Gerz noch Christi. Das darf doch nicht wahr sein. Da muss ein Fehler vorliegen. Aber deswegen wollen Sie mir den Abend doch nicht verderben, oder? Tut mir leid, aber ich habe leider meine Vorschriften. Ich glaube, ich habe die richtige gefunden. Wir sind noch später der Party. Ja, das ist ja ein Skandal, ein ausgemachter Skandal. Sebastian Häusler macht Kurier. Sie kennen vielleicht meine Kolumne. Ja, aber natürlich. Sie schreiben darüber die Prominenten. Ja, natürlich. Ich habe da gerade beobachtet, dass Ihnen der Eintritt verwehrt wird. Ja. Nein, das ist natürlich ein Skandal. Ich habe leider meine Einladung zu Hause liegen lassen. Ah. Könnten Sie mich vielleicht mit da reinnehmen? Ja, das ist natürlich kein Problem. Aber wollen wir uns wirklich diese langweiligen Reden da drin anhören? Außerdem, glaube ich, haben die schon angefangen. Ich habe da eine viel bessere. Sie haben eine Einladung und wollen da nicht rein? Naja, ich habe das alles schon 100.000 Mal gesehen und gehört. Außerdem, so richtig zur Sache geht sowieso erst nachher bei der Party. Entschuldigung. Kein Problem. Ja? Was kriegst du denn noch? Das kannst du haben, dass du nicht mehr bei mir scheißt. Mach dir bitte um was anderes Sorgen, klar? Liege ich richtig, der Freund oder die besorgte Mutter? Nur eine Freundin, die wissen wollte, wie es hier so ist. Ah. Mach mal den Wagen weg, sie stehen hier mitten auf der Straße. Mach gleich wieder weg, okay? Nicht gleich, sofort. 5 Minuten. 5 Minuten ist der Abschleppwagen hier. Fang culo pizzo di merda. Ihr Pech, dass meine Frau Italienerin ist. Die Papiere bitte. Hey, die Papiere bitte. Ich hätte einfach nach dem dritten Bier nach Hause gehen sollen. Aber wem erzähle ich das? Du, Josef, ich habe jetzt hier ein zweites Gespräch in der Leitung. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Okay. Lessing?
Silvio, wie geht's Ihnen? Nein. Ich komme sofort. Ich muss ins Präsidium, Helga. Und was ist mit Ihrem Frühstück? Das esse ich, wenn ich wieder zurück bin. Wenigstens eine Gurke auf die Hand. Gute Idee. Danke. Gute Besserung. Das schlägt einem ganz schön auf den Magen, was? Ihre Anschuldigungen gegen meinen Mandanten, die machen mir mehr Probleme. Was werfen Sie ihm denn vor? Silvio Belluccio wurde dabei beobachtet, als er von dem Fahrzeug wegrannte, in welchem der Mord geschah. An der Wagentür fanden wir seine blutigen Fingerabdrücke. Als wir Belluccio in seiner Wohnung vernehmen wollten, war er gerade dabei zu packen und hat versucht zu fliehen. Das sagt doch noch gar nichts. Herr Lessing, Silvio Belluccio stand letztes Jahr wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Und er ist nur auf freien Fuß gekommen, weil Sie mit allen Mitteln eine Bewährungsstrafe für ihn durchgeboxt haben. Das Motiv, das war damals wie heute Eifersucht. Wer sagt Ihnen denn, dass Häusler aus Eifersucht erschlagen wurde? Herrgott, noch mal, Ihr Mandant hat doch zugegeben, dass er seine Ex-Freundin mit Häusler beobachtet hat. Und dabei ist er einer Polizeistreife aufgefallen. Er war, sagen wir mal, sehr erregt und beschimpfte einen der Beamten. Haben Sie die Tatwaffe gefunden? Nein. Aber Häusler wurde mit einem stumpfen, flachen Gegenstand erschlagen, mit dem der Täter auf ihn eingeprügelt hat, und zwar mehrfach. Die lügen alle. Okay, Silvio. Was war wirklich los? Stimmt schon. Ich habe Christi mit dem Dicken beobachtet. Da musste ich wegfahren, wegen dem Bullen. Hat ewig gedauert, bis ich einen Parkplatz gefunden habe. Und dann? Dann bin ich wieder zurück. Und weiter? Jetzt lassen Sie sich doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen. Als wir im Auto ankamen, da war die Beifahrertür auf, die Innenbeleuchtung war an. Also will ich gucken, ob Christi drin ist. Da sehe ich diesen Typen so komisch liegen. Ich drehe ihn um, da war alles voller Blut. Ich habe sofort gescheckt, dass er tot ist. Und als dann so ein Heini vom Wachdienst ankam und wissen wollte, was ich da mache, bin ich abgehauen. Herr Belluccio, das war das Dümmste, was Sie tun konnten. Bin auf Bewährung, das wissen Sie auch selbst. Wer glaubt mir denn noch, hä? Haben Sie sonst jemand auf dem Parkplatz gesehen? Nee, niemand. Und Christi? Wo war die? Keine Ahnung. Ja, vielleicht hat sie im Wagen mit Häusler Streit bekommen und hat ihn erschlagen. Das können Sie sich abschminken. Christi kann keiner Fliege was zuleide tun. Wenn ich Ihre Unschuld beweisen soll, dann muss ich jeder Spur nachgehen. Dann tun Sie das, aber halten Sie bitte Christi daraus. Ihnen ist also nichts aufgefallen? Nein. Doch. Der Dicke hat sich vor der Halle fast mit einer Frau geprügelt. So eine Frau mit einem Gipsarm. Wissen Sie, worum es bei dem Streit ging? Keine Ahnung. Ich saß ja einen halben Kilometer weit weg im Auto. Morgen, Josef. Morgen, Markus. Bei dir scheint es ja gut zu gehen. Dir nicht? Eins von den Bieren muss schlecht gewesen sein. Dann frühstücke erst mal. Spiegelei oder Rührei? Vor allem erstmal einen Kaffee. Bitte. Du hast einen neuen Auftrag. Oh, wie schön. Mit Bezahlung? Du erinnerst dich doch an Silvio Belluccio. Na klar, Belluccio, das war doch der Wahnsinnige, der diesen jungen Typ fast umgebracht hat, nur weil er seine Freundin angebaggert hat. War aber ein hübsches Mädchen. Wie hieß sie nochmal? Silvio hat längst eine neue Freundin. Und die heißt Christi Gerz. Er sitzt in U-Haft, weil er einen Klatschreporter namens Häusler erschlagen haben soll, der seine Freundin angefasst hat. Und was? Ich hoffe nicht. Er ist auf Bewährung und das verdankt er nur meiner Verteidigung. Das heißt, wir müssen seine Unschuld beweisen, damit dein Gewissen beruhigt ist. So in etwa. Sag mal, so ein Klatschspaltenreporter hat sich da sicher viele Feinde gemacht. Das hoffe ich doch. Na, dann fangen wir bei den Feinden doch mal an. Silvio hat eine Frau beobachtet mit einem Gipsarm, die Streit mit Häusler hatte. Das ist doch schon was. Ich schlage vor, du schaust dich mal in Häuslers Umfeld um und ich nehme mir so lange Silvios Freundin vor. Sag mal, hast du keine Angst? Du weißt doch, wozu Belluccio fähig ist. Noch sitzt er in U-Haft.
Mein Name ist Lessing, ich bin der Anwalt von Silvio Belluccio. Ich würde gerne mit Ihrer Tochter sprechen. Meine Tochter hat nichts mehr mit diesem Silvio zu tun. Das würde ich gerne mit Christi selber besprechen. Das habe immer noch ich zu entscheiden. Finden Sie nicht, dass Christi die Gelegenheit haben sollte, mir Ihre Sicht der Beziehung zu Silvio zu schildern? Sonst wäre ich vor Gericht allein auf seine Aussagen angewiesen. Ich weiß nicht, ob das für Ihre Tochter so vorteilhaft wäre. Kommen Sie rein. Danke. Ich habe nicht gewusst, dass Silvio mir gefolgt ist. Ich hatte ihm gesagt, dass ich krank bin. Warum haben Sie ihn denn belogen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich Angst hatte. Ich habe gerade erst letzte Woche mit ihm Schluss gemacht. Das wollte Silvio nicht akzeptieren. Er wollte es nicht wahrhaben. Ich will Sängerin werden. Bei einer Castingshow bin ich schon in die zweite Runde gekommen. Silvio ist tierisch ausgerastet, weil ich mit einem Typen aus der Jury geflirtet habe. Gestern sind Sie mit Häusler auf diesen Parkplatz gefahren. Was hat sich da abgespielt? Wie haben Sie ihn überhaupt kennengelernt? Häusler hat mich vor der Halle angesprochen. Ich hatte nämlich keine Eintrittskarte. Und? Er hat mir versprochen, mich hinterher mit auf die Party zu nehmen. Wieso sind Sie dann mit ihm auf den Parkplatz? Er sagte, er müsse mir etwas zeigen. Was wollte er Ihnen zeigen? Können Sie sich das nicht denken? Er hat gesagt, er nimmt mich nur mit auf die Party, wenn ich dafür auch Sex mit ihm habe. Und das wollten Sie nicht? Nein, natürlich nicht. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Es war ja so nett zu mir. Was haben Sie gemacht? Ich bin aus dem Auto gesprungen und weggelaufen. Und Silvio war nicht zu sehen? Ich habe nicht darauf geachtet, wer da sonst noch rumlief. Ich weiß es nicht. Meine Tochter gibt keine Interviews. Bitte gehen Sie. Kommen Sie doch bitte rein. Meine Mutter meint das nicht so. Nicht so, ich bin da noch gar nicht geschminkt. Warten Sie kurz, ich komme gleich, ja? Kommen Sie rein, aber warten Sie hier unten. Das war's dann wohl. Oder haben Sie sonst noch Fragen? Ja. Hat Ihre Tochter Ihnen erzählt, dass Häusler Sie in seinem Auto belästigt hat? Ja, natürlich. Sie war vollkommen aufgelöst, als sie nach Hause kam. Ich bin vor dem Fernseher eingeschlafen und durch ihr Schluchzen wach geworden. Eigentlich hatte ich ihr ja verboten, zu dieser Veranstaltung zu gehen, aber sie wollte ja nicht auf mich hören. Haben Sie versucht, sie daran zu hindern? Ja, natürlich. Was hätte ich denn tun sollen? Sie einsperren? Fertig! Kommen Sie doch bitte hoch in mein Zimmer. Wollt ihr nicht ins Wohnzimmer gehen? Da ist doch mehr Platz. Und Dr. Lessing wollte sowieso gerade gehen. Danke, ich finde den Weg. Ja, ich habe sehr eng mit Sebastian Häusler zusammengearbeitet. Häusler war vor seinem Tod mit diesem Mädchen zusammen, diese Christi Gertz. Haben Sie die kennengelernt? Nein, ich habe sie nur gesehen. Aber Sebastian schrieb gerade in einem Artikel über Mädchen, die unbedingt berühmt werden wollen. Mädchen auf Promi-Jagd. Häusler ging mit dem Mädchen auf diese Musikpreisverleihung. Können Sie sich vorstellen, was er sich davon versprochen hat? Wahrscheinlich wollte er ein Interview von ihm. Auf dem Parkplatz? Ich weiß nicht, was das Mädchen da zu suchen hatte, aber Sebastian schrieb seine Artikel mit Vorliebe im Auto in seinen Laptop. Sozusagen live und mailte sie dann an die Redaktion. Es war so eine Marotte von ihm. Haben Sie zufällig Bilder von ihm und dem Mädchen gemacht? Ich glaube nicht, aber ich sehe mal nach. Nein, sie ist nicht dabei.
Wer ist denn das? Aber Häusler, den habe ich auch schon mal gesehen. Michael Schwendt, König des Frankfurter Nachtlebens. Ah. Eventorganisator und Betreiber eines eigenen Sicherheitsdienstes. Er managt ein paar von diesen Eintagsfliegen, die durch Castingshows oder sowas berühmt wurden. Ach nee, das auch noch. Haben sich Schwendt und Häusler gut gekannt? Ja, sie hatten gerade Ärger miteinander. Sebastian berichtete zu offen über den Drogenkonsum auf Schwendts Veranstaltung. Das verschreckte natürlich seine vornehmen Gäste. Deshalb hat Schwendt ihm Hausverbot erteilt. Das ist natürlich das Ende für einen Klatschreporter. Nicht für Sebastian. Er hat Schwendt gedroht, ihn auffliegen zu lassen, weil er seine Gäste persönlich mit Kokain beliefert. Von den jungen Mädchen ganz zu schweigen. Das hat Schwendt bestimmt nicht gepasst. Natürlich nicht. Er hat sich schrecklich aufgeregt und Sebastian gedroht, ihn kalt zu machen. Häusler hatte die Angewohnheit, seine Artikel im Auto in seinen Laptop zu tippen. Den hat die Polizei nicht gefunden? Nein. In der Akte steht davon nichts. Ja, dann werde ich mich mal am Tatort umsehen. Jo. Neue Spur entdeckt. Rufen Sie doch bitte Kommissar Wrobel an. Er möchte zum Tatort im Mordfall Häusler kommen. Mach ich. Soll ich ihm sonst noch was sagen? Wir haben wahrscheinlich die Tatwaffe gefunden. Hallo Markus, komm mal mit. Ja. Da liegt der Laptop. Das ist der Mann, der Silvio am Tatort gesehen hat. Dr. Lessing, Rechtsanwalt. Guten Tag. Übrigens, wir haben das Gerät nicht angefasst. Ja, der Täter muss ihn über den Zaun geworfen haben. Oder die Täterin. Häusler hat an einem Artikel geschrieben, der heißt Mädchen auf Promi-Jagd. Anscheinend hat er auch am liebsten im Auto gearbeitet. Ja, die Überschrift dürfte Christi nicht gefallen haben. Lessing, ich habe mit Häuslers Kollegen gesprochen. Ein Partykönig namens Schwendt soll Häusler gestern gedroht haben, ihn kalt zu machen. Also hatte Häusler doch nicht nur Freunde. Was ist mit der Frau mit dem Gipsarm? Immer der Reihe nach. Zuallererst knöpfen wir diesen Schwendt vor. Tag, Herr Kommissar. Ja. Grüß Sie. Also wir glauben, dass das der Laptop von Häusler ist und dass er damit erschlagen wurde. Also ich manchmal zum Verrücktwerden mit denen. Ich glaube das nicht. Ich glaub's nicht. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt ihr alles absuchen. Alles, hä? Mama mia, ich glaube. Sie wissen, dass ich es hier drinnen nicht aushalten kann. Ich brauche das Licht und die Sonne. Außerdem macht sich meine Mama Sorgen, wenn ich sie nicht anrufe. Sie können doch telefonieren. Eben nicht! Meine Mama hört sofort, was los ist, wenn ich mit ihr sprechen würde. Ich kann sie nicht anrufen. Wenn ihr erfährt, dass ich im Knast bin, dann bricht sie zusammen. Gut. Dann müssen Sie mir helfen und mir alles erzählen, woran Sie sich erinnern. Das ist es ja gerade! Sie ist die ganze Zeit vor meinen Augen! Wie der Fettsack mit seinen Wurstfingern Christis Hände berührt. Sie meinen, als die beiden die Preisverleihung verließen? Ja. Ich sehe es immer wieder vor mir. Wie in Zeitlupe. Wir haben die Tatwaffe gefunden. In der Nähe des Parkplatzes. Häusler wurde mit seinem Laptop erschlagen. Sehen Sie? Ich bin unschuldig, das ist der Beweis. Gucken Sie hier. Verstehen Sie? Ich schlage nie mit Gegenständen auf jemanden ein. Hier sehen Sie die Namen? Hä? Ich habe in unseren Straßen kämpfen gelernt. Wir haben uns täglich geprügelt, aber nie mit Gegenständen. Das war immer gegen die Regel. Das ist der Beweis, ich bin unschuldig, das habe ich Ihnen doch gesagt. Ich glaube kaum, dass wir mit diesem Argument den Haftrichter überzeugen können.
Ich würde gerne Herrn Schwendt sprechen. Der ist gerade in einem Meeting. Worum geht's denn? Um Mord. So, guten Tag, was gibt's? Guten Morgen, Herr Schwendt. Glückwunsch zum Ableben von Herrn Häusler. Was wollen Sie? Ich untersuche den Mord an Häusler. Sie haben vor Zeugen gedroht, ihn kalt zu machen. Ja, da ist mir ja Gott sei Dank jemand zuvorgekommen. Meine Gebete wurden erhört, das ist ja wunderbar. Wo waren Sie zur Tatzeit? Da war ich bei der Preisverleihung im VIP-Bereich und dafür gibt es schätzungsweise 300 Zeugen. Bei so einer Truppe brauchen Sie sich die Hände ja nicht selber schmutzig zu machen. Hallo Freddy, gerade mal wieder Hafturlaub. Wissen Sie was? Hinterlegen Sie Ihre Adresse bei unserer hübschen Empfangschefin. Wir reichen Ihnen dann die Alibis meiner Mitarbeiter schriftlich nach, okay? Da bin ich mal gespannt. Übrigens, wer war die Dame, mit der Sie gerade gesprochen haben? Das gehört zu meinen Prinzipien, keine Auskunft über meine Geschäftspartner zu geben. Und jetzt habe ich zu tun. Schönen Tag noch. Was wollten Sie bei Schwendt? Wer sind Sie? Matula. Private Ermittlung. Ich untersuche den Fall Häusler. Und da Sie mit ihm gestritten haben, gehören Sie auch zu den Tatverdächtigen. Worum ging es bei dem Streit? Weiß die Presse davon? Werde ich festgenommen? Wie kommen Sie darauf? Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Häusler war eine linke Ratte. Wenn einer den Tod verdient hat, dann er. Er war ein Parasit und klammerte sich an Leute wie mich, die im Licht der Öffentlichkeit stehen. Was ist daran so verwerflich? Häusler war Klatschreporter und hat sein Geld damit verdient. Wir haben alle unsere kleinen Schwächen. Und Häusler genoss es, sie publik zu machen. Dieser Häusler war ein ganz gemeiner Hund, wenn Sie mich fragen. Geben Sie es zu, Helga. Seinen Klatsch haben Sie immer brav verfolgt. Hm? Er war schließlich der Einzige, der darüber berichtet hat, was gesellschaftlich in Frankfurt so los ist. Aber was er dann daraus gemacht hat, das waren keine Artikel, das war ein Schlachtfest. Als ob sich die ganze Welt nur um Sex, Suff und Drogen drehen würde. Sie irren, Helga. Da gibt es ja auch noch Fußball. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Ist was Neues, Josef? Die Dame mit dem Gipsarm heißt Helen von Lietzenburg. Ist eine merkwürdige Person. Sieht fast so aus, als ob sie verdächtigt werden will. Angeblich weiß sie nämlich nicht, was sie zur Tatzeit gemacht hat. Das kann auch ein Trick sein. Schon möglich. Ich werde morgen Erkundigungen einziehen. Was hat denn die Polizei gesagt, was auf dem Computer drauf ist? Sie hofft, dass sie die Dateien bis morgen rekonstruiert hat. Die Festplatte, die war zum Glück unbeschädigt. Und? Fingerabdrücke auf dem Laptop? Nein. Nur die von Häusler. Ja. Und daran hat Häusler kurz vor seinem Tod gearbeitet, wenn man das Arbeit nennen will. Und das ist der Text, den er dazu verfasst hat. Ich gehe nur mit Männern ins Bett, die mir gefallen. Jeder, der mich weiterbringt, gefällt mir, sagt Christi Gerz, ein junges Mädchen, das Sängerin werden will, deren Stimme aber höchstens zum Karaoke-Singen reicht. Das ist ja nett. Ich habe eine Nichte, die singt in einer Band, also in einer richtigen Band. Wenn jemand sowas über sie schreiben würde, dann ja, würden sie zu mir kommen. Gegen sowas kann man juristisch vorgehen. Glauben Sie, dass es zwischen Häusler und Christi zu sexuellen Handlungen kam? Also die gerichtsmedizinische Untersuchung von Häuslers Leiche spricht zumindest dagegen. Aber dass es auf jeden Fall versucht hat, davon gehe ich aus. Aber das würde sich ja mit Christis Aussage decken, dass Häusler als Gegenleistung zu der Einladung Sex mit ihr wollte. Sie sagte, dass sie das Auto daraufhin fluchtartig verlassen hat. Und dann hat er diesen Text hier verfasst, um sich an ihr zu rächen. Ja, oder er hat sie erpresst. Das Mädchen hat davon geträumt, Sängerin zu werden. Ja, viele Mädchen träumen davon, berühmt zu werden. Und einige, die öffnen auch ihre Bluse dafür. Oder, ja. Das nachvollziehbare Motiv hier, das bleibt die krankhafte Eifersucht ihres Mandanten. Helen von Lietzenburg. Alter Geldadel, keine besonderen Fähigkeiten.
Ihr Vater ist Vorstandsvorsitzender eines Bankhauses und in mehr Aufsicht treten, als Sie sich vorstellen können. Ihre Interessen? Sie taucht auf jeder Party auf. Verstehe. Sebastian hat besonders gründlich über Sie recherchiert. Sie legt es förmlich drauf an, Ärger zu kriegen. Sie zieht sich ihre Lines mit Vorliebe in der Öffentlichkeit rein und Sex hat sie praktisch nur auf dem Parkplatz oder im Herrenklo, wenn mindestens 3 Leute zusehen. Gibt es von Häusler irgendwelche Aufzeichnungen über Sie? Die Polizei hat seine gesamten Unterlagen mitgenommen. Hat er außer im Auto auch mal zu Hause gearbeitet? Ja, ab und zu. Haben Sie vielleicht auch seine Privatadresse? Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Wiedersehen. Übrigens, er rauchte sehr gerne Zigarren. Gar nicht zu Dr. Lessing behauptet, dass du gelogen hast. Würden Sie uns bitte unter 4 Augen sprechen lassen? Ich setze so lange Kaffee auf. Danke. Tag, Christi. Die Zeitungen sind ja voll von Ihnen. Wir haben Sie ja Glück, dass Häuslers Artikel nicht erschienen ist. Er deutet darin an, dass es zwischen Ihnen einen sexuellen Kontakt gegeben hat. Wie meinen Sie das? Ich schlafe nur mit Männern, die mir gefallen. Und jeder, der mich weiterbringt, gefällt mir. Das habe ich nie gesagt. Christi, was ist in dieser Nacht wirklich passiert? Auf Häuslers Computer waren ziemlich freizügige Bilder. Ich weiß, dass man sowas machen muss, um weiterzukommen. Was ist schon dabei? Ich glaube, Sie haben jetzt genug gehört. Meine Tochter hat nichts Unanständiges gemacht. Ich würde gerne das Gespräch mit Ihrer Tochter alleine führen. Das ist mein Haus und meine Tochter. Also gut. Die Polizei wird bald hier sein. Es handelt sich hier um einen Mord. Also, was ist wirklich in dieser Nacht geschehen? Sie haben erzählt, dass Häusler von Ihnen Sex wollte und dass das für Sie nicht in Frage kam. Wie hat er darauf reagiert? Ja, ich habe ihm nicht die ganze Wahrheit erzählt. Häusler wollte nicht akzeptieren, dass ich Nein gesagt habe. Als ich raus wollte aus dem Auto, da hat er mich festgehalten. Er hätte mich vergewaltigt. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Weil das niemand wissen soll. Weil ich mich so schäme. Ich verstehe Sie, ja. Was ist dann passiert? Dann habe ich es doch irgendwie aus dem Auto geschafft. Häusler schrie mir noch hinterher, wie dumm und untalentiert ich doch sei. Und dass er das in einem seiner Artikel schreiben würde. Und dann bin ich nur noch gerannt. Wenn Silvia das in dem Auto beobachtet hat, dann ist er bestimmt ausgeflippt und hat Häusler erschlagen. Dieser Fettsack hat Christi angefasst! Dieses verdammte Schwein! Jetzt beruhigen Sie sich mal, Silvio!
Morgen ist der Haftprüfungstermin. Und wenn Sie da ausrasten, dann sitzen Sie bis zur Verhandlung im Gefängnis. Christi macht das auch noch mit. Die kapiert's echt nicht. Christi meint, wenn Sie die beiden beobachtet hätten, wären Sie garantiert ausgerastet. Ich hätte ihn umgebracht, da können Sie Gift drauf nehmen. Aber ich habe verdammt nochmal nichts davon gewusst. Christi kann Häusler genauso gut umgebracht haben. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, lassen Sie meine Freundin in Ruhe. Christi ist nicht Ihre Freundin. Sie hat mit Ihnen Schluss gemacht. Sie hat Sie belogen, als sie gesagt hat, dass sie nicht zu dieser Preisverleihung geht. Und hat sie jemals versucht, hier im Knast mit Ihnen Kontakt aufzunehmen? Sie steht eben unter Druck. Der Mordfall, Ihre Mutter, die war schon immer gegen uns. Ich fürchte, Sie schätzen Christi völlig falsch ein. Sie genießt die Publicity, die sie durch diesen Fall hat. Und Sie selbst haben gesagt, sie will um jeden Preis berühmt werden. Hören Sie doch auf, verdammt nochmal! Wenn Sie auf diesem Parkplatz irgendetwas beobachtet haben und wenn es Ihrer Freundin Christi schadet, dann sagen Sie mir das jetzt. Ich habe nichts beobachtet. Ich habe nur diese verfluchte Leiche von diesem Typen gefunden. Das ist alles. Sehen Sie, Häusler hat alles schwarz auf weiß festgehalten. Nicht nur, dass es Freischampagner für Ihre Gäste gab, sondern auch reichlich Koks. Kostenlos. Sie können die Akte auch auffressen, nur das nützt Ihnen nichts. Das ist eine Kopie. Was wollen Sie von mir? Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Ihr eifersüchtiger Klient Häusler erschlagen hat. Und nicht wunder, dass es nicht schon früher passiert ist. Dann kapieren Sie das denn endlich. Und hören Sie auf, mich zu nerven. Was ist mit Helen von Litzenburg? Über die hat er auch eine Akte angelegt. Sagen Sie mal, sind Sie schwerhörig? Das Gespräch ist beendet. Kapiert? Christi, warte mal. Hallo, Christi. Du kennst mich nicht. Mein Name ist Matula. Ich arbeite für den Anwalt von Silvio. Was hast du denn mit Schwendt zu tun? Herr Schwendt betreut jetzt meine Karriere. Oh, da hast du aber eine tolle Wahl getroffen. Ja, für morgen hat er mir schon ein Fotoshooting vermittelt. Die Fäden laufen bei Schwendt zusammen. Helen von Litzenburg, Christi Gerz und Häusler. Da er über eine eigene Schlägertruppe verfügte, dürfte es ihm wenig Schwierigkeiten bereitet haben, Häusler aus dem Weg zu räumen. Zumal der über Schwendts Koksdealerei genau Bescheid wusste. Also den kann man das nicht nennen. Der verschenkt das Zeug an die Promis, um sie bei der Stange zu halten. Was ist eigentlich mit dieser Helen von Litzenburg? Warum hatte Häusler eine Geheimakte über sie? Er wusste genug über sie, um ihr ein halbes Dutzend Strafverfahren anzuhängen. Und ihren Ruf in alle Ewigkeit zu zerstören. Vielleicht hat Häusler sie erpresst. Morgen ist auch noch ein Tag. Dann kümmere ich mich um Helen. Übrigens, viel Glück bei deinem Haftprüfungstermin. Erinnere mich bloß nicht an den. Wenn wir bloß was Konkretes gegen diese Christi in der Hand hätten. Du meinst, sie hat ihn erschlagen? Ich weiß es nicht, aber ironischerweise profitiert sie am meisten von seinem Tod. Denn jetzt hat sie die Schlagzeilen, von denen sie immer geträumt hat. Dass mir Schwendt seine Schläge auf den Hals gehetzt hat. Ich bin ihm wohl etwas zu fest auf die Füße getreten. Ah, das kann aber auch sehr schmerzhaft sein. Hast du einen deiner Angreifer erkannt? Nee, es war zu dunkel und ging zu schnell. Ich stehe aber trotzdem nicht mit leeren Händen da. Das sind die auf dem Tisch. Schalt mal die Mailbox ein. Dies ist die Mailbox von Tom Jodorowsky. Sie haben keine neuen. Klingt doch ganz sympathisch. Ja? Was suchst du in meinem Telefonbuch?
Hab ich schon. Wir hatten letzte Nacht schon mal das Vergnügen. Wer hat euch geschickt? Bänderrisse können sehr schmerzhaft sein und vor allen Dingen langwierig. Also. Schalte auf! Für dich immer noch sie. Nehmen Sie sich bei der Haftrichterin bitte zusammen. Und versuchen Sie nicht, Christi zu verschonen. Sie genießt das Leben im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses in vollen Zügen. Schwendmensch, Sie wissen ja, was das bedeutet. Pavelucci hat in der Vergangenheit öfters Blicke auf seine Freundin falsch interpretiert. Tja, und jetzt sitzen wir hier und es geht um Mord. Ich habe niemanden umgebracht. Schon gar nicht mit dem Laptop. Ja, ist doch wahr. Wie meinen Sie das? Herr Belluccio führt zum Beweis seiner Unschuld sein persönliches Ehrgefühl an, das ihm verbietet, einen Gegner mit Gegenständen zu attackieren. Nach eigenem Bekunden kämpft er ausschließlich mit seinen Händen. Das zeigen ja auch seine Vorstrafen. Entscheidender als der Ehrenkodex meines Mandanten sind die Fakten. Die belegen, dass sich das Tatopfer auch andere Feinde gemacht hatte, die ein Motiv für diesen Mord hatten. Kurz vor der Tat hat Häusler versucht, Christi Gertz in seinem Fahrzeug zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Nach ihrer eigenen Aussage hat Frau Gertz das Fahrzeug in äußerster Aufregung verlassen. Es gibt dafür leider keine Zeugen, aber es ist durchaus möglich, dass Christi Gertz Häusler umgebracht hat. Wir haben das Mädchen vernommen und sind zu der Überzeugung gekommen, dass sie nicht zur Gewalttätigkeit neigt. Das habe ich doch gesagt! Im Gegensatz zu ihrem Mandanten. Die Tat wurde mit äußerster Brutalität verübt. Ganz recht. Und es gibt einen weiteren Feind Häuslers, der dazu in der Lage wäre. Michael Schwendt drohte Häusler vor, Zeugen ihn kaltzustellen, weil dieser angekündigt hatte zu veröffentlichen, dass Schwendt auf den von ihm veranstalteten Partys die Gäste mit Drogen und Mädchen versorgt. Wir haben das Alibi von Schwendt überprüft, das ist wasserdicht. Schwendt unterhält unter anderem einen Sicherheitsdienst, in dem Vorbestrafte arbeiten. Und gestern Abend wurde mein Mitarbeiter überfallen. Wir gehen davon aus, dass es Schwendts Leute waren. Herr Dr. Lessing, wir werden natürlich alle weiteren Spuren überprüfen. Aber bevor Sie uns jetzt das gesamte Frankfurter Telefonbuch als potenzielle Tatverdächtige präsentieren, möchte ich noch einmal klarstellen, Silvio Belluccio hat fluchtartig den Tatort verlassen. Seine Hände waren mit dem Blut des Opfers beschmiert. Er war dabei, zu Hause seine Sachen zu packen, um das Land zu verlassen. Es besteht also eindeutig Fluchtgefahr. Und deshalb halte ich eine Fortsetzung der Untersuchungshaft für zwingend notwendig. Herr Belluccio? Sie wissen, dass Eifersucht zu einer schlimmen Krankheit werden kann. Wie das leider bei Ihnen der Fall ist, das haben wir Ihnen das letzte Mal schon gesagt. Sie hätten am Tatort bleiben und die Polizei rufen müssen. Das ist Ihnen doch klar. Ich schließe mich der Forderung des Staatsanwaltes nach Fortsetzung der Untersuchungshaft an. Keine Panik, Silvio. Der Matula hat eine interessante neue Spur gefunden. Wir sind noch lange nicht am Ende unserer Möglichkeiten. Helga, hier ist Lessing. Ja, es ist nicht gut gelaufen. Hat der Matula sich gemeldet? Ja! Doch. Silvio! Hören Sie auf, Mann! Sie machen Sie nicht! Sie machen einen Riesenfehler! Schöne Grüße von den Schlägern, die Sie mir letzte Nacht auf den Hals gehetzt haben. Jetzt machen Sie strafbar, Mann, ja? Na und?
Dann müssen wir uns eben eine Zelle teilen. Aber Sie wegen Drogen, Anstiftung zur Körperverletzung und dem Mord an Häusler. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun, damit das klar ist. Und was meine Leute in ihrer Freizeit machen, ist mir schön. Hey! Sie haben in Ihrem Auftrag gehandelt. Und vergessen Sie nicht, ich habe immer noch Häuslers Akte über Sie. Ich habe das nur vermittelt. Für wen? Ja, was glauben Sie, wen Sie alles verärgert haben? Zum letzten Mal, für wen? Für diesen von Litzenburg, Oswald von Litzenburg. Ich habe Ihnen doch gesagt, es war nur ein Auftrag. Ich bin der Mann, den Sie gestern Nacht zusammenschlagen lassen wollten. Was wollen Sie dafür? Was meinen Sie damit? Anscheinend habe ich unterschätzt. Das treibt den Preis natürlich nach oben. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Sie brauchen von mir keine Schau abzuziehen. Sie haben das Material gegen meine Tochter, also... Nennen Sie mir Ihren Preis. Ich bin nicht hier, um was zu verkaufen. Ich will herausfinden, wer Häusler auf dem Gewissen hat. Ach, Sie wollen gar kein Geld. Nein, nicht von Ihnen. Ich werde von meinem Auftraggeber bezahlt. Aber anscheinend hat Sie Häusler erpresst. Nein, ich habe von seinen Schnüffeleien gehört und ihn ausbezahlt, damit der Name meiner Tochter nicht in der Presse erscheint. Deswegen ist Ihre Tochter auf Häusler losgegangen? Ja. Können Sie mir das etwas genauer erklären? Meine Tochter liebt es leider, in der Öffentlichkeit Skandale zu provozieren, um mich zu ärgern. In Frankfurt gibt es zwei Boulevardzeitungen, die über sowas berichten. Mit dem Herausgeber der einen spiele ich Golf. Mit Herrn Häusler, der bei der anderen Zeitung arbeitet, hat Helen leider eine finanzielle Vereinbarung getroffen. Aber ich habe ihren Preis überboten. Ihre Tochter wollte diese Negativschlagzeilen, um Ihnen eins auszuwischen? Warum? Tja, wie Kinder so sind. Sie fühlte sich vernachlässigt, Internat abgeschoben, viel Taschengeld. Aber keine Nestwärme. Das ganze Psychologengequatsche. Und als Häusler von Ihnen gekauft wurde, ist der Plan Ihrer Tochter kläglich gescheitert. Ja, genau. Es tut mir leid, dass ich Sie falsch eingeschätzt habe. Aber ich bin gern bereit, Sie dafür zu entschädigen. Ich brauche Ihr Geld nicht. Helen von Litzenburgs Vater hat Schwänzschläger bezahlt. Hörst du mir eigentlich zu? Entschuldige. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte wissen müssen, dass Silvio vor Eifersucht kocht. Hör auf, dich fertig zu machen. Gegen Eifersucht ist auch der beste Anwalt machtlos. Wenn Silvio Häusler nicht umgebracht hat, was ich immer noch glaube, dann habe ich ihm jetzt allen Grund gegeben, durchzudrehen. Er wird versuchen, mit Christi Kontakt aufzunehmen. Also halten wir uns an Sie. Was? Willst du etwa mitkommen? Du meinst, ich lasse dich da alleine hingehen? Wer weiß, was die für Fotos von dir machen wollen. Mama, das ist ein seriöses Herrenmagazin und kein billiges Pornoblättchen. Aber auch nicht die Zeitschrift, die du sonst beim Bäcker kriegst. Sag mal, hast du schon vergessen, was passiert ist, als du diesem Häusler vertraut hast und der dich nur ausgenutzt hat? Ich habe diese Erfahrung alle schon machen müssen. Ich will nicht, dass es dir genauso geht. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du dich mit Männern eingelassen hast, nur um weiterzukommen. Okay, du kannst mitkommen. Aber bitte blamier mich nicht, ja? Haltet die Spannung, ja. Ja, aber nicht verkrampft. Ja, nicht verkrampft. Sehr schön, genau so. So bleiben. Wunderbar. So, bleib so. Brauch nur einen Film, geht gleich weiter. Hey, hey, was macht denn ihr hier, hä? Gerz, Christi Gerz, Herr Schwenschick. 10 Minuten zu spät. Naja, komm mal rum. Lass dich mal anschauen. Nimm mal die Arme hoch. Ja, hoch über den Kopf. Redig.
die Beine rasiert? Ja. Nimm sie mal mit in die Maske. Okay. Die wollen doch wohl nicht solche Fotos von meiner Tochter machen. Meinen Sie das? Das verstehen Sie ganz genau. Keine Sorge. Die Kniestrümpfe und die Schuhe kannst du bei mir als anbehalten. Sehr schön. So, richtet euch mal auf, bitte. Und steckt hier, ja, die Köpfe zusammen. Genauso, genauso. So, hier geht's lang. Komm mal mit. Moment, ich muss erst mal finden. Augenblick. Na, wo ist es denn? Ah, da ist es ja. Zieh das mal an. Hm? Soll ich dir helfen? Danke, das schaffe ich schon allein. Wie du meinst. Also, wenn irgendwas ist, ich bin draußen, gell? Mhm. Bis gleich. Silvio, ich dachte, du wärst im Gefängnis. Ich habe mir Urlaub genommen, um dich zu sehen. Gut, jetzt hast du mich ja gesehen. Hau ab oder ich rufe die Polizei. Nein, du kommst mit mir mit. Wohin? In den Knast? Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich arbeite hier gerade. Hm. Dich halbnackt knipsen zu lassen, das nennst du arbeiten? Das ist meine Chance, groß rauszukommen. Das wirst du mir nicht kaputt machen. Zieh das an. Willst du nicht, dass ich dir wehtue, oder? Wissen Sie, gegen etwas nackte Haut habe ich auch gar nichts. Ich finde das viel erotischer, als wenn man alles sieht. Ganz meine Meinung. Frau Gerz, wo ist Ihre Tochter? Sagen Sie mal, können Sie Ihre Verabredung nicht woanders treffen, als unbedingt in meinem Studio? Warum? Silvio ist ausgebrochen. Wir fürchten, dass er zu Ihrer Tochter will. Um Gottes Willen. Die ist in der Maske. Allein. Du weißt nicht, was für dich am besten ist. Aber du, ja? Ich hab Geld. Ich kann morgen bei meinen Verwandten in Sizilien sein. Was soll ich da? Schaf hüten und deine stinkenden Socken waschen? Begreifst du nicht, dass ich dich nicht liebe? Und was ist das, hä? Das ist bloß ein Ring. Für immer und ewig, oder wie war das noch? Was wollen Sie denn hier? Sie haben schon genug Scheiße gebaut. Stimmt. Ich habe sie das letzte Mal rausgeboxt, obwohl ich hätte wissen müssen, dass sie vollkommen verrückt sind. Ja, es ist verrückt, wenn man nicht will, dass eine Freundin von einem Wildfremden sich angrapschen lässt. Ich bin nicht deine Freundin. Silvio, jetzt hören Sie auf, sonst kann ich überhaupt nichts mehr für Sie tun. Christi, bitte, du musst mir glauben, ich habe dich nicht umgebracht. Komm mit mir. Ich liebe dich doch. Aber ich dich nicht. Wann will das endlich mal dein beschränkten Schädel? Nun, Kapitänierte. Die Waffe. Sonst geht meine los. Ich hab gleich gewusst, dass du nur Ärger bringst, als ich dich in der Nacht gesehen hab. Glauben Sie jetzt immer noch an die Unschuld Ihres Mandanten? Allerdings. Silvio, was hat Christis Mutter damit gemeint, als sie gesagt hat, dass sie in der Nacht gesehen hat? Keine Ahnung. Wenn Ihnen dazu noch was einfällt, sagen Sie mir Bescheid. So, wir fahren los. Und, hat er Frau Gerz gesehen? Nein. Aber sie war in der Nacht am Tatort. Was hat sie da gewollt? Fragen wir sie doch. Ja, Frau Süße, zieh den Bademantel aus, damit es endlich losgeht. Genau. Schau mich mal an, bitte. Ja. Dreh dich mal. Ja. Andere Seite. Mehr Profil noch. Frau Gerz. Wie kam es, dass Sie Silvio in der Nacht gesehen haben? Ruhe, bitte. Wenn ihr quatschen wollt, tut das gefälligst draußen, ja? Nur einen Moment. Ich habe mir Sorgen um Christi gemacht und bin zur Halle gefahren. Und da sah ich dann, dass Silvio dort herumlungerte. Bitte, ich muss arbeiten, ja? Kommen Sie. Wo haben Sie Ihre Tochter denn gefunden? So, dann gleich mal den Nebel. Sie stand verheult an der Bushaltestelle. Wir sind sofort nach Hause gefahren. Sie hat erzählt, was vorgefallen war? Ja, das Kind war ja völlig fertig mit den Nerven. Wieso haben Sie das nicht gleich erzählt?
Ich hatte gehofft, dass das von ihr und Häusler niemand erfährt. Wissen Sie, nach meiner Scheidung, da konnte ich mich nicht so richtig um Christi kümmern. Ich musste auf dem zweiten Bildungsweg meinen Abschluss nachholen, um ihr einen vernünftigen Lebensstandard bieten zu können. Haben Sie Häusler zur Rede gestellt? Ich wusste doch gar nicht, wo der war. Christi war ja ganz durcheinander. Woher sollte ich denn wissen? Überraschung! Ich bin sofort hergeeilt, als ich erfahren habe, was hier vorgefallen ist. Alles klar? Arme Schätzchen, du musst der Todesqualen ausgestattet haben, diesen Ungeheuer. Aber das Ganze hat vielleicht auch was Gutes. Du wurdest nämlich heute deswegen zu einer Talkshow eingeladen. Was? Und das ist ja auch kein Scheißdreck, oder nicht? So, wir drehen dann zur Einleitung und dann berichten über die Session, ja? Ach, Schätzchen, was ich dir noch fragen möchte. Ist doch gut eingeheizt hier im Studio, oder nicht? Mhm. Dann mach ich doch bitte obenrum ein bisschen mehr frei, ja? Ich liebe dich. So. So, und du machst mir ein paar geile Fotos, ja? Alles klar, schön. So. Okay. Bisschen mehr. Frau Gerz sagt nicht die Wahrheit. Ja, andere Seite. Aber solange Mutter und Tochter zusammenhalten, kann man ihnen nichts nachweisen. Du meinst also, dass die beiden Häusler auf dem Gewissen haben? Ganz bestimmt. Entweder beide zusammen oder eine von ihnen. Ich habe eine Idee, wie wir Christi zum Reden bringen. Matula, Sie erinnern sich doch bestimmt an die Akte, die ich von Häusler über Sie habe. Jetzt hören Sie mal genau zu. Sie sind ein altes Dreckschwein, sind Sie. So, Schluss, aus, Ende der Session. Was denn? Du machst eine Pause und Sie gehen bitte raus, waren Sie im Vorhang, wir reden später, okay? Raus, kommen Sie, kommen. Tja, Christi, tut mir leid, aber unser Vertrag ist hinfällig geworden. Was? Aber was habe ich denn falsch gemacht? Ich wurde gerade darüber informiert, dass du unter Mordverdacht stehst. Wer hat das gesagt? Ich habe niemanden ermordet. Tja, was weiß ich. Die haben den Zeugen aufgetrieben, der behauptet hat, du hättest Häusler erschlagen. Das ist nicht wahr. Deine Zukunft ist vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat. Oder sie sagen uns, was wirklich passiert ist, nachdem ihre Mutter sie heulend an der Bushaltestelle aufgesammelt hat. Ach, Christi, die wollen dich nur provozieren. Deine Zukunft liegt in deiner Hand, Mädchen. Was soll schon passiert sein? Ich bin zu meiner Mutter ins Auto gestiegen und habe ihr erzählt, was Häusler von mir verlangt hat und dass er einen gemeinen Artikel über mich schreiben würde. Dann ist meine Mutter noch mal zum Parkplatz und wollte mit ihm reden. Christi, du sagst jetzt gar nichts mehr. Frau Gerz, was ist auf dem Parkplatz vorgefallen? Nichts! Ja, ich habe mit Häusler geredet, aber er lebte noch, als ich wegging. Sie haben ihn überredet, die Fotos ihrer Tochter und den Artikel auf dem Laptop zu löschen. Quatsch, die waren doch noch auf dem Computer, als die Polizei ihn fand. Was wollen Sie denn von mir? Sie sind von Häusler weggegangen, obwohl er Ihre Tochter fast vergewaltigt hat und außerdem sich öffentlich über Sie lustig machen wollte? Was hätte ich denn tun sollen? Ihm den Laptop auf den Schädel schlagen. Christi war völlig außer sich. Sie lief mir direkt in die Arme. Ihr Kleid war zerrissen. Ich konnte dieses Schwein noch nicht einfach so davonkommen lassen. Er lachte und fragte, ob ich meiner Tochter nicht beigebracht hätte, wie man einen Mann mit dem Mund befriedigt. Und ob ich das nicht wenigstens könnte. Mama, was redest du da? Ich bin durchgedreht. Ich wollte dich beschützen. Ich hätte es nie ertragen, wenn dich irgendjemand in den Dreck zieht. Aber warum hast du nicht mit mir geredet? Warum hast du mir nie vertraut? Immer nur denkst du das Schlechteste von mir. Ich liebe dich. Wenn ich über jemanden schlecht denke, dann nur über mich selbst. Ich habe versagt. Die schöne Tochter einer Mörderin. Schätzchen, du bist unbezahlbar. Ey, nix da, keine Fotos, nur Absprache, verpisst euch! Und wir beiden müsst ihr jetzt mal die nächsten Schritte deiner Karriere besprechen, oder nicht? Hören Sie, ich scheiß auf meine Karriere.
Jahren. Ich glaube, ich habe mich in der Kleinen getäuscht. Doch nicht Karriere um jeden Preis. So, guten Tag, was gibt's? Guten Morgen, Herr Schwenn. Glückwunsch zum Ableben von Herrn Häusler. Was wollen Sie? Ich untersuche den Mord an Häusler. Sie haben vor Zeugen gedroht, ihn kalt zu machen. Ja, da ist mir ja Gott sei Dank jemand zuvorgekommen. Meine Gebete wurden erhört, das ist ja wunderbar. Wo waren Sie zur Tatzeit? Da war ich bei der Preisverleihung im VIP-Bereich und dafür gibt es schätzungsweise 300 Zeugen. Bei so einer Truppe brauchen Sie sich die Hände ja nicht selber schmutzig zu machen. Hallo Freddy, gerade mal wieder Hafturlaub. Wissen Sie was? Hinterlegen Sie Ihre Adresse bei unserer hübschen Empfangschefin. Wir reichen Ihnen dann die Alibis meiner Mitarbeiter schriftlich nach, okay? Da bin ich mal gespannt. Übrigens, wer war die Dame, mit der Sie gerade gesprochen haben? Das gehört zu meinen Prinzipien, keine Auskunft, immer an den Geschäftspartner zu geben. Und jetzt habe ich zu tun. Schönen Tag noch. Was wollten Sie bei Schwendt? Wer sind Sie? Matula. Private Ermittlung. Ich untersuche den Fall Häusler. Und da Sie mit ihm gestritten haben, gehören Sie auch zu den Tatverdächtigen. Worum ging es bei dem Streit? Weiß die Presse davon? Werde ich festgenommen? Wie kommen Sie darauf? Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Häusler war eine linke Ratte. Wenn einer den Tod verdient hat, dann er. Er war ein Parasit und klammerte sich an Leute wie mich, die im Licht der Öffentlichkeit stehen. Was ist daran so verwerflich? Häusler war Klatschreporter und hat sein Geld damit verdient. Wir haben alle unsere kleinen Schwächen. Und Häusler genoss es, sie publik zu machen. Dieser Häusler war ein ganz gemeiner Hund, wenn Sie mich fragen. Geben Sie es zu, Helga. Seinen Klatsch haben Sie immer brav verfolgt. Hm? Er war schließlich der Einzige, der darüber berichtet hat, was gesellschaftlich in Frankfurt so los ist. Aber was er dann daraus gemacht hat, das waren keine Artikel, das war ein Schlachtfest. Als ob sich die ganze Welt nur um Sex, Suff und Drogen drehen würde. Sie irren, Helga. Da gibt es ja auch noch Fußball. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Ist das Neues, Josef? Die Dame mit dem Gipsarm heißt Helen von Lietzenburg. Ist eine merkwürdige Person. Sieht fast so aus, als ob sie verdächtigt werden will. Angeblich weiß sie nämlich nicht, was sie zur Tatzeit gemacht hat. Das kann auch ein Trick sein. Schon möglich. Ich werde morgen Erkundigungen einziehen. Was hat denn die Polizei gesagt, was auf dem Computer drauf ist? Sie hofft, dass sie die Dateien bis morgen rekonstruiert hat. Die Festplatte, die war zum Glück unbeschädigt. Und? Fingerabdrücke auf dem Laptop? Nein. Nur die von Häusler. Ja. Und daran hat Häusler kurz vor seinem Tod gearbeitet, wenn man das Arbeit nennen will. Und das ist der Text, den er dazu verfasst hat. Ich gehe nur mit Männern ins Bett, die mir gefallen. Jeder, der mich weiterbringt, gefällt mir, sagt Christi Gerz, ein junges Mädchen, das Sängerin werden will, deren Stimme aber höchstens zum Karaoke-Singen reicht. Das ist ja nett. Ich habe eine Nichte, die singt in einer Band, also in einer richtigen Band. Wenn jemand sowas über sie schreiben würde, ja, dann würden sie zu mir kommen. Gegen sowas kann man juristisch vorgehen. Glauben Sie, dass es zwischen Häusler und Christi zu sexuellen Handlungen kam? Also die gerichtsmedizinische Untersuchung von Häuslers Leiche spricht zumindest dagegen. Aber dass es auf jeden Fall versucht hat, davon gehe ich aus. Aber das würde sich ja mit Christis Aussage decken, dass Häusler als Gegenleistung zu der Einladung Sex mit ihr wollte. Sie sagte, dass sie das Auto daraufhin fluchtartig verlassen hat. Und dann hat er diesen Text hier verfasst, um sich an ihr zu rächen. Ja, oder er hat sie erpresst. Das Mädchen hat davon geträumt, Sängerin zu werden. Ja, viele Mädchen träumen davon, berühmt zu werden. Und einige, die öffnen auch ihre Bluse dafür. Oder, ja. Das nachvollziehbare Motiv hier, das bleibt die krankhafte Eifersucht ihres Mandanten.
Helen von Lietzenburg. Alter Geldadel, keine besonderen Fähigkeiten. Ihr Vater ist Vorstandsvorsitzender eines Bankhauses und in mehr Aufsichtsräten, als Sie sich vorstellen können. Ihre Interessen? Sie taucht auf jeder Party auf. Verstehe. Sebastian hat besonders gründlich über Sie recherchiert. Sie legt es förmlich drauf an, Ärger zu kriegen. Sie zieht sich ihre Lines mit Vorliebe in der Öffentlichkeit rein und Sex hat sie praktisch nur auf dem Parkplatz oder im Herrenklo, wenn mindestens 3 Leute zusehen. Gibt es von Häusler irgendwelche Aufzeichnungen über Sie? Die Polizei hat seine gesamten Unterlagen mitgenommen. Hat er außer im Auto auch mal zu Hause gearbeitet? Ja, ab und zu. Haben Sie vielleicht auch seine Privatadresse? Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Wiedersehen. Übrigens, er rauchte sehr gerne Zigarren. Gar nicht zu wach geworden. Eigentlich hatte ich ihr ja verboten, zu dieser Veranstaltung zu gehen, aber sie wollte ja nicht auf mich hören. Haben Sie versucht, sie daran zu hindern? Ja, natürlich. Was hätte ich denn tun sollen? Sie einsperren? Fertig! Kommen Sie doch bitte hoch in mein Zimmer. Wollt ihr nicht ins Wohnzimmer gehen? Da ist doch mehr Platz. Und Dr. Lessing wollte sowieso gerade gehen. Danke, ich finde den Weg. Ja, ich habe sehr eng mit Sebastian Häusler zusammengearbeitet. Häusler war vor seinem Tod mit diesem Mädchen zusammen, diese Christi Gertz. Haben Sie die kennengelernt? Nein, ich habe sie nur gesehen. Aber Sebastian schrieb gerade in einem Artikel über Mädchen, die unbedingt berühmt werden wollen. Mädchen auf Promi-Jagd. Häusler ging mit dem Mädchen auf diese Musikpreisverleihung. Können Sie sich vorstellen, was er sich davon versprochen hat? Wahrscheinlich wollte er ein Interview von ihm. Und Parkplatz? Ich weiß nicht, was das Mädchen da zu suchen hatte, aber Sebastian schrieb seine Artikel mit Vorliebe im Auto in seinen Laptop. Sozusagen live und meldete sie dann an die Redaktion. Es war so eine Marotte von ihm. Haben Sie zufällig Bilder von ihm und dem Mädchen gemacht? Ich glaube nicht, aber ich sehe mal nach. Nein, sie ist nicht dabei. Wer ist denn das aber, Häusler? Den habe ich auch schon mal gesehen. Michael Schwendt, König des Frankfurter Nachtlebens. Eventorganisator und Betreiber eines eigenen Sicherheitsdienstes. Er managt ein paar von diesen Eintagsfliegen, die durch Castingshows oder sowas berühmt wurden. Ach nee, das auch noch. Mhm. Haben sich Schwendt und Häusler gut gekannt? Ja, sie hatten gerade Ärger miteinander. Sebastian berichtete zu offen über den Drogenkonsum auf Schwendts Veranstaltung. Das verschreckte natürlich seine vornehmen Gäste. Deshalb hat Schwendt ihm Hausverbot erteilt. Das ist natürlich das Ende für einen Klatschreporter. Nicht für Sebastian. Er hat Schwendt gedroht, ihn auffliegen zu lassen, weil er seine Gäste persönlich mit Kokain beliefert. Von den jungen Mädchen ganz zu schweigen. Das hat Schwendt bestimmt nicht gepasst. Natürlich nicht. Er hat sich schrecklich aufgeregt und Sebastian gedroht, ihn kalt zu machen. Häusler hatte die Angewohnheit, seine Artikel im Auto in seinen Laptop zu tippen. Den hat die Polizei nicht gefunden? Nein. In der Akte steht davon nichts. Ja, dann werde ich mich mal am Tatort umsehen. Jo.
Josef hat eine interessante neue Spur entdeckt. Rufen Sie doch bitte Kommissar Wrobel an. Er möchte zum Tatort im Mordfall Häusler kommen. Mach ich. Soll ich ihm sonst noch was sagen? Wir haben wahrscheinlich die Tatwaffe gefunden. Hallo Markus, komm mal mit. Ja. Da liegt der Laptop. Das ist der Mann, der Silvio am Tatort gesehen hat. Dr. Lessing, Rechtsanwalt. Guten Tag. Übrigens, wir haben das Gerät nicht angefasst. Ja, der Täter muss ihn über den Zaun geworfen haben. Oder die Täterin. Häusler hat an einem Artikel geschrieben, der heißt Mädchen auf Promi-Jagd. Anscheinend hat er auch am liebsten im Auto gearbeitet. Ja, die Überschrift dürfte Christi nicht gefallen haben. Lessing, ich habe mit Häuslers Kollegin gesprochen. Ein Partykönig namens Schwendt soll Häusler gestern gedroht haben, ihn kalt zu machen. Also hatte Häusler doch nicht nur Freunde. Was ist mit der Frau mit dem Gipsarm? Immer der Reihe nach. Zuallererst knöpfe ich Herrn Giesen Schwendt vor. Tag, Herr Kommissar. Ja. Grüße Sie. Also wir glauben, dass das der Laptop von Häusler ist und dass er damit erschlagen wurde. Oh, das ist manchmal zum Verrücktwerden mit denen. Ich glaube das nicht. Ich glaub's nicht. Guten Tag. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt ihr alles absuchen. Alles, ha? Mama mia. Sie wissen, dass ich es hier drinnen nicht aushalten kann. Ich brauche das Licht und die Sonne. Außerdem macht sich meine Mama Sorgen, wenn ich sie nicht anrufe. Sie können doch telefonieren. Eben nicht! Meine Mama hört sofort, was los ist, wenn ich mit ihr sprechen würde. Ich kann sie nicht anrufen. Wenn ihr erfährt, dass ich im Knast bin, dann bricht sie zusammen. Gut. Dann müssen Sie mir helfen und mir alles erzählen, woran Sie sich erinnern. Das ist es ja gerade! Ich sehe es die ganze Zeit vor meinen Augen! Wie der Fettsack mit seinen Wurstfingern Christis Hände berührt. Sie meinen, als die beiden die Preisverleihung verließen? Ja. Ich sehe es immer wieder vor mir. Wie in Zeitlupe. Wir haben die Tatwaffe gefunden. In der Nähe des Parkplatzes. Häusler wurde mit seinem Laptop erschlagen. Sehen Sie? Ich bin unschuldig, das ist der Beweis. Gucken Sie hier. Verstehen Sie? Ich schlage nie mit Gegenständen auf jemanden ein. Hier sehen Sie die Namen? Hä? Ich habe in unseren Straßen kämpfen gelernt. Wir haben uns täglich geprügelt, aber nie mit Gegenständen. Das war immer gegen die Regel. Das ist der Beweis, ich bin unschuldig, das habe ich Ihnen doch gesagt. Ich glaube kaum, dass wir mit diesem Argument den Haftrichter überzeugen können. Ich würde gerne Herrn Schwendt sprechen. Der ist gerade in einem Meeting. Worum geht's denn? Um Mord. Doch mal, Ihr Mandant hat doch zugegeben, dass er seine Ex-Freundin mit Häusler beobachtet hat. Und dabei ist er einer Polizeistreife aufgefallen. Er war, sagen wir mal, sehr erregt und beschimpfte einen der Beamten. Haben Sie die Tatwaffe gefunden? Nein. Aber Häusler wurde mit einem stumpfen, flachen Gegenstand erschlagen, mit dem der Täter auf ihn eingeprügelt hat. Und zwar mehrfach. Die lügen alle. Okay, Silvio. Was war wirklich los? Stimmt schon. Ich habe Christi mit dem Dicken beobachtet. Da musste ich wegfahren, wegen dem Bullen. Hat ewig gedauert, bis ich einen Parkplatz gefunden habe. Und dann? Dann bin ich wieder zurück. Und weiter? Jetzt lassen Sie sich doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen. Als ich im Auto ankam, da war die Beifahrertür auf. Die Innenbeleuchtung war an. Also will ich gucken, ob Christi drin ist. Da sehe ich diesen Typen so komisch liegen. Ich drehe ihn um und da war alles voller Blut. Ich habe sofort gescheckt, dass er tot ist. Und als dann so ein Heini vom Wachdienst ankam und wissen wollte, was ich da mache, bin ich abgehauen. Herr Belluccio, das war das Dümmste, was Sie tun konnten. Bin auf Bewährung, das wissen Sie auch selbst. Wer glaubt mir denn noch? Hä? Haben Sie sonst jemand auf dem Parkplatz gesehen? Nee, niemand. Und Christi? Wo war die? Keine Ahnung. Ja, vielleicht hat sie im Wagen mit Häusler Streit bekommen und hat ihn erschlagen. Das können Sie sich abschminken. Christi kann keiner Fliege was zuleide tun. Wenn ich Ihre Unschuld beweisen soll, dann muss ich jeder Spur nachgehen. Dann tun Sie das, aber halten Sie bitte Christi daraus.
Ihnen ist also nichts aufgefallen? Nein. Doch. Der Dicke hat sich vor der Halle fast mit einer Frau geprügelt. So eine Frau mit einem Gipsarm. Wissen Sie, worum es bei dem Streit ging? Keine Ahnung. Ich saß ja einen halben Kilometer weit weg im Auto. Morgen, Markus. Bei dir scheint es ja gut zu gehen. Ihr nicht? Eins von den Bieren muss schlecht gewesen sein. Dann frühstücke erstmal. Spiegelei oder Rührei? Vor allem erstmal einen Kaffee. Bitte. Du hast einen neuen Auftrag. Oh, wie schön. Mit Bezahlung? Du erinnerst dich doch an Silvio Belluccio. Na klar, Belluccio, das war doch der Wahnsinnige, der diesen jungen Typ fast umgebracht hat, nur weil er seine Freundin angebaggert hat. War aber ein hübsches Mädchen. Wie hieß sie nochmal? Silvio hat längst eine neue Freundin. Und die heißt Christi Gerz. Er sitzt in U-Haft. Weil er einen Klatschreporter namens Häusler erschlagen haben soll, der seine Freundin angefasst hat. Und was? Ich hoffe nicht. Er ist auf Bewährung und das verdankt er nur meiner Verteidigung. Das heißt, wir müssen seine Unschuld beweisen, damit dein Gewissen beruhigt ist. So in etwa. Sag mal, so ein Klatschspaltenreporter hat sich da sicher viele Feinde gemacht. Das hoffe ich doch. Na, dann fangen wir bei den Feinden doch mal an. Silvio hat eine Frau beobachtet mit einem Gipsarm, die Streit mit Häusler hatte. Das ist doch schon was. Ich schlage vor, du schaust dich mal in Häuslers Umfeld um und ich nehme mir so lange Silvios Freundin vor. Sag mal, hast du keine Angst? Du weißt doch, wozu Belluccio fähig ist. Noch sitzt er in U-Haft. Mein Name ist Lessing, ich bin der Anwalt von Silvio Belluccio. Ich würde gerne mit Ihrer Tochter sprechen. Meine Tochter hat nichts mehr mit diesem Silvio zu tun. Das würde ich gerne mit Christi selber besprechen. Das habe immer noch ich zu entscheiden. Finden Sie nicht, dass Christi die Gelegenheit haben sollte, mir Ihre Sicht der Beziehung zu Silvio zu schildern? Sonst wäre ich vor Gericht allein auf seine Aussagen angewiesen. Ich weiß nicht, ob das für Ihre Tochter so vorteilhaft wäre. Kommen Sie rein. Danke. Ich habe nicht gewusst, dass Silvio mir gefolgt ist. Ich hatte ihm gesagt, dass ich krank bin. Warum haben Sie ihn denn belogen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich Angst hatte. Ich habe gerade erst letzte Woche mit ihm Schluss gemacht. Das wollte Silvio nicht akzeptieren. Er wollte es nicht wahrhaben. Ich will Sängerin werden. Bei einer Castingshow bin ich schon in die zweite Runde gekommen. Silvio ist tierisch ausgerastet, weil ich mit einem Typen aus der Jury geflirtet habe. Gestern sind Sie mit Häusler auf diesen Parkplatz gefahren. Was hat sich da abgespielt? Wie haben Sie ihn überhaupt kennengelernt? Häusler hat mich vor der Halle angesprochen. Ich hatte nämlich keine Eintrittskarte. Und? Er hat mir versprochen, mich hinterher mit auf die Party zu nehmen. Wieso sind Sie dann mit ihm auf den Parkplatz? Er sagte, er müsse mir etwas zeigen. Was wollte er Ihnen zeigen? Können Sie sich das nicht denken? Er hat gesagt, er nimmt mich nur mit auf die Party, wenn ich dafür auch Sex mit ihm habe. Und das wollten Sie nicht? Nein, natürlich nicht. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Es war ja so nett zu mir. Was haben Sie gemacht? Ich bin aus dem Auto gesprungen und weggelaufen. Und Silvio war nicht zu sehen? Ich habe nicht darauf geachtet, wer da sonst noch rumlief. Ich weiß es nicht. Meine Tochter gibt keine Interviews. Bitte gehen Sie. Kommen Sie doch bitte rein. Meine Mutter meint das nicht so. Nicht so, ich bin da noch gar nicht geschminkt. Warten Sie kurz, ich komme gleich, ja?
Kommen Sie rein, aber warten Sie hier unten. Das war's dann wohl. Oder haben Sie sonst noch Fragen? Ja. Hat Ihre Tochter Ihnen erzählt, dass Häusler Sie in seinem Auto belästigt hat? Ja, natürlich. Sie war vollkommen aufgelöst, als sie nach Hause kam. Ich bin vor dem Fernseher eingeschlafen und durch ihr Schlupf. Das läuft nicht mehr, Silvio. Such dir eine neue Freundin, die du nerven kannst. Mit uns ist es aus. Jetzt warte doch mal. Wir können auch darüber reden. Von mir aus kannst du ruhig auf diese Preisverleihung gehen. Ich fahre dich sogar hin, okay? Damit du wieder ausflippst wie beim letzten Mal? Nein, danke. Du machst einen riesen Fehler, wenn du da heute Abend hingehst. Erstens geht dich das nichts an. Und zweitens habe ich Kopfweh und gehe heute nirgendwo mehr hin. Christi, bitte. Lass mich los. Du sollst mich loslassen. Hau endlich ab! Christi, was ist denn los? Lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, dann rufe ich die Polizei. Begreifen Sie nicht, dass meine Tochter nichts von Ihnen will. Aus, Schluss, finito, ja? Kapieren Sie das endlich? Ist er weg? Ja, er geht zu seinem Auto. Gut, ich muss nämlich gleich wieder los. Vielleicht nur meine weißen... Spinnst du? Du hast überhaupt keine Einladung, stimmt's? Und wenn schon? Das gibt dir noch lange nicht das Recht, in meinen Sachen rumzuschnüffeln, oder? Wie willst du denn da ohne Einladung reinkommen? Lass das mal meine Sorge sein. Christi, ich dachte, wir waren uns einig, dass es wichtiger ist, dass du dich auf deine Kurse vorbereitest, als dich nachts auf irgendwelche Veranstaltungen rumzutreiben. Ja klar, du kennst dich aus. Nur weil du mal versucht hast, vor 20 Jahren Model zu werden und es nicht geschafft hast. Du bist doch bloß eifersüchtig. Ich wollte nicht mit jedem Typen ins Bett, das war der Grund. Dein Pech. Aber keine Sorge, aus deinen Fehlern habe ich gelernt. Wie meinst du das? Mama, denk doch mal drüber nach, während du hier in diesem beknackten Reihenhaus vor der Glotze versauerst. Habe ich gesagt. Pünktlich. Super, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Du hast einfach zu viel Klienten. Dabei hasse ich es, so zu hetzen. So, jetzt lass deine neue Freundin mich warten. Das ist nicht meine neue Freundin, das ist die Chefin eines Musikverlags. Naja. Amüsier dich schön. Danke dir. Tschüss, tschüss. Einladung in der anderen Tasche. Aber das dürfte doch kein Problem sein, oder? Natürlich nicht, wenn Sie auf der Gästeliste stehen. Der Name bitte? Gerz, Christi Gerz. Aber ich weiß nicht genau, ob meine Agentur mich unter meinem Namen oder nur meinem Künstlernamen angemeldet hat. Also nur Christi. Hier steht weder Gerz noch Christi. Das darf doch nicht wahr sein, da muss ein Fehler vorliegen. Aber deswegen wollen Sie mir den Abend doch nicht verderben, oder? Tut mir leid, aber ich habe leider meine Vorschriften. Ich glaube, ich habe die richtige gefunden. Wir sehen uns später bei der Party. Ja, das ist ja ein Skandal, ein ausgemachter Skandal. Sebastian Häusler, Nachtkurier. Sie kennen vielleicht meine Kolumne. Ja, aber natürlich. Sie schreiben darüber die Prominenten. Ja, natürlich. Ich habe da gerade beobachtet, dass Ihnen der Eintritt verwehrt wird. Ja. Nein, das ist natürlich ein Skandal. Ich habe leider meine Einladung zu Hause liegen lassen. Aha. Könnten Sie mich vielleicht mit da reinnehmen? Ja, das ist natürlich kein Problem. Aber wollen wir uns wirklich diese langweiligen Reden da drin anhören? Außerdem, glaube ich, haben die schon angefangen. Ich habe da eine viel bessere. Sie haben eine Einladung und wollen da nicht rein? Naja, ich habe das alles schon 100.000 Mal gesehen und gehört. Außerdem, so richtig zur Sache geht es sowieso erst nachher bei der Party. Entschuldigung. Kein Problem. Ja?
Loch! Gott, Einzelhandel, dass du nicht mal durchscheißt. Mach dir bitte um was anderes Sorgen, ja? Liege ich richtig, der Freund oder die besorgte Mutter? Nur eine Freundin, die wissen wollte, wie es hier so ist. Ah. Warte mal den Wagen weg, sie stehen hier mitten auf der Straße. Fahr gleich wieder weg, okay? Nicht gleich, sofort. In 5 Minuten. 5 Minuten ist der Abschleppwagen hier. Mal fang culo pizzo di merda. Ihr Pech, dass meine Frau Italienerin ist. Die Papiere bitte. Hey, die Papiere bitte. Ich hätte einfach nach dem 3. Bier nach Hause gehen sollen. Aber wem erzähle ich das? Du, Josef, ich habe jetzt hier ein 2. Gespräch in der Leitung. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Okay. Lessing? Silvio, wie geht's Ihnen? Nein. Ich komme sofort. Ich muss ins Präsidium hängen. Und was ist mit Ihrem Frühstück? Das esse ich, wenn ich wieder zurück bin. Wenigstens eine Gurke auf die Hand. Gute Idee. Danke. Gute Besserung. Das schlägt einem ganz schön auf den Magen, was? Ihre Anschuldigungen gegen meinen Mandanten, die machen mir mehr Probleme. Was werfen Sie ihm denn vor? Silvio Belluccio wurde dabei beobachtet, als er von dem Fahrzeug wegrannte, in welchem der Mord geschah. An der Wagentür fanden wir seine blutigen Fingerabdrücke. Als wir Belluccio in seiner Wohnung vernehmen wollten, war er gerade dabei zu packen und hat versucht zu fliehen. Das sagt doch noch gar nichts. Herr Lessing, Silvio Belluccio stand letztes Jahr wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Und er ist nur auf freien Fuß gekommen, weil Sie mit allen Mitteln eine Bewährungsstrafe für ihn durchgeboxt haben. Das Motiv, das war damals wie heute Eifersucht. Wer sagt Ihnen denn, dass Häusler aus Eifersucht erschlagen wurde? Herrgott, noch. Dr. Lessing behauptet, dass du gelogen hast. Würden Sie uns bitte unter 4 Augen sprechen lassen? Ich setze so lange einen Kaffee auf. Danke. Tag, Christi. Die Zeitungen sind ja voll von Ihnen. Da haben Sie ja Glück, dass Häuslers Artikel nicht erschienen ist. Er deutet darin an, dass es zwischen Ihnen einen sexuellen Kontakt gegeben hat. Wie meinen Sie das? Ich schlafe nur mit Männern, die mir gefallen. Und jeder, der mich weiterbringt, gefällt mir. Das habe ich nie gesagt. Christi, was ist in dieser Nacht wirklich passiert? Auf Häuslers Computer waren ziemlich freizügige Bilder. Ich weiß, dass man sowas machen muss, um weiterzukommen. Was ist schon dabei? Ich glaube, Sie haben jetzt genug gehört. Meine Tochter hat nichts Unanständiges gemacht. Ich würde gerne das Gespräch mit Ihrer Tochter alleine führen. Das ist mein Haus und meine Tochter. Also gut. Die Polizei wird bald hier sein. Es handelt sich hier um einen Mord. Also, was ist wirklich in dieser Nacht geschehen? Sie haben erzählt, dass Häusler von Ihnen Sex wollte und dass das für Sie nicht in Frage kam. Wie hat er darauf reagiert? Ja, ich habe ihm nicht die ganze Wahrheit erzählt. Häusler wollte nicht akzeptieren, dass ich Nein gesagt habe. Als ich raus wollte aus dem Auto, da hat er mich festgehalten. Er hätte mich vergewaltigt. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Weil das niemand wissen soll. Weil ich mich so schäme. Ich verstehe Sie, ja. Was ist dann passiert? Dann habe ich es doch irgendwie aus dem Auto geschafft. Häusler schrie mir noch hinterher, wie dumm und untalentiert ich doch sei. Und dass er das in einem seiner Artikel schreiben würde. Und dann bin ich nur noch gerannt. Wenn Silvio das in dem Auto beobachtet hat,
dann ist er bestimmt ausgeflippt und hat Häusler erschlagen. Dieser Fettsack hat Christi angefasst! Dieses verdammte Schwein! Jetzt beruhigen Sie sich mal, Silvio! Morgen ist der Haftprüfungstermin. Und wenn Sie da ausrasten, dann sitzen Sie bis zur Verhandlung im Gefängnis. Christi macht das auch noch mit. Die kapiert's echt nicht. Christi meint, wenn Sie die beiden beobachtet hätten, wären Sie garantiert ausgerastet. Ich hätte ihn umgebracht. Da können Sie Gift drauf nehmen. Aber ich habe verdammt noch mal nichts davon gewusst. Christi kann Häusler genauso gut umgebracht haben. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, lassen Sie meine Freundin in Ruhe. Christi ist nicht Ihre Freundin. Sie hat mit Ihnen Schluss gemacht. Sie hat Sie belogen, als sie gesagt hat, dass sie nicht zu dieser Preisverleihung geht. Und hat sie jemals versucht, hier im Knast mit Ihnen Kontakt aufzunehmen? Sie steht eben unter Druck. Der Mordfall, Ihre Mutter, die war schon immer gegen uns. Ich fürchte, Sie schätzen Christi völlig falsch ein. Sie genießt die Publicity, die sie durch diesen Fall hat. Und Sie selbst haben gesagt, sie will um jeden Preis berühmt werden. Hören Sie doch auf, verdammt nochmal! Wenn Sie auf diesem Parkplatz irgendetwas beobachtet haben und wenn es Ihrer Freundin Christi schadet, dann sagen Sie mir das jetzt. Ich habe nichts beobachtet. Ich habe nur diese verfluchte Leiche von diesem Typen gefunden. Das ist alles. Sehen Sie, Häusler hat alles schwarz auf weiß festgehalten. Nicht nur, dass es Freischampagner für Ihre Gäste gab, sondern auch reichlich Koks. Kostenlos. Sie können die Akte auch auffressen, nur das nützt Ihnen nichts. Das ist eine Kopie. Was wollen Sie von mir? Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Ihr eifersüchtiger Klient Häusler erschlagen hat. Und nicht wunder, dass es nicht schon früher passiert ist. Dann kapieren Sie das denn endlich. Und hören Sie auf, mich zu nerven. Was ist mit Helen von Litzenburg? Über die hat er auch eine Akte angelegt. Sagen Sie mal, sind Sie schwerhörig? Das Gespräch ist beendet. Kapiert? Christi, warte mal. Hallo, Christi. Du kennst mich nicht. Mein Name ist Matula. Ich arbeite für den Anwalt von Silvio. Was hast du denn mit Schwendt zu tun? Herr Schwendt betreut jetzt meine Karriere. Oh, da hast du aber eine tolle Wahl getroffen. Ja, für morgen hat er mir schon ein Fotoshooting vermittelt. Die Fäden laufen bei Schwendt zusammen. Helen von Litzenburg, Christi Gerz und Häusler. Da er über eine eigene Schlägertruppe verfügte, dürfte es ihm wenig Schwierigkeiten bereitet haben, Häusler aus dem Weg zu räumen. Zumal der über Schwendts Koksdealerei genau Bescheid wusste. Also den kann man das nicht nennen. Der verschenkt das Zeug an die Promis, um sie bei der Stange zu halten. Was ist eigentlich mit dieser Helen von Litzenburg? Warum hatte Häusler eine Geheimakte über sie? Er wusste genug über sie, um ihr ein halbes Dutzend Strafverfahren anzuhängen und ihren Ruf in alle Ewigkeit zu zerstören. Vielleicht hat Häusler sie erpresst. Morgen ist auch noch ein Tag. Dann kümmere ich mich um Helen. Übrigens, viel Glück bei deinem Haftprüfungstermin. Erinnere mich bloß nicht an den. Wenn wir bloß was Konkretes gegen diese Christi in der Hand hätten. Du meinst, sie hat ihn erschlagen? Ich weiß es nicht, aber ironischerweise profitiert sie am meisten von seinem Tod. Denn jetzt hat sie die Schlagzeilen, von denen sie immer geträumt hat.